Jus studiert, Zürich an der Uni damals. Und der Freddy Burger, der heute noch mein Manager ist, hat mich so eigentlich ein bisschen beschnurrt, zum Musiker werden. Und ich habe das so halb überzeugt gemacht. Ja, ich Musik gemacht schon vorher natürlich, jahrelang als Amateur, habe schon meine lokalen Erfolge gehabt. Wir begrüßen Sie heute zur Schweizer Ausscheidung für den bevorstehenden Concours Eurovision de la Chanson. Es war schon so, wie es heute auch noch ist. Alle fluchen über den Wettbewerb und alle schauen. Ja, sie ist meine Swiss Lady. Es ist eine neue Dimension eingeladen für uns. International ist eine andere Dimension. Vorher waren wir mal zwischen dir in Deutschland, aber da ist es international losgegangen. So Sendungen wie Musik und Gäste, die sicher früher super angekommen ist, und mit der Heidi Abel, die natürlich in dem Sinne auch unersetzlich ist, aber alle zwei, drei Wochen war da eine Musiksendung, die man live begleitet hat. Ich wusste, ich wollte eine grosse Band machen und dann wusste ich, was für ein Job auf mich zukommt. Und der Job von einer Big Band ist unter anderem, neben den vielen schönen Konzerten, die man als Berliner Big Band machen, ist der Job Sänger begleiten. Gut, Sinatra, da habe ich halt das Glück gehabt, mit ihm zweimal Konzerte zu machen, live mit meiner Band, mit ihm zu spielen in Monte Carlo. Und He's the Man, He's the Voice, das ist klar, das ist bis zum heutigen Tag, da kommt keiner an ihn ran. Wir kommen bereits zu unserem letzten Gast aus den USA, eine bildhübsche junge Sängerin mit dem Titel Someone for Me, Whitney Houston. Für mich war hier übrigens auch 17 Jahre blondes Haar, so ungefähr vor ihnen. Und dann habe ich gemerkt, dass er sehr viel mehr getroffen hat natürlich. Wir haben das also gut schnell verstanden. Und im ersten Jahr schon haben wir eine Tournee gemacht in Amerika damals, im Dezember 77, Kanada, Amerika. Für eine Pflicht und dass die Jungen eigene Wege gehen, ob das... Und von da an haben wir eigentlich uns nicht aus den Augen gelassen. Aus allen Zwängen fliehen. They started with this wonderful band and its leader. Pepe, my brother here. Give it up for the band. Talented drummers, man. Woo. Es gibt Leute, die das machen und sagen, ja, jetzt habe ich es gehabt, aber ich habe es noch lange nicht gehabt. Also für mich kann es gerne noch ein bisschen weitergehen. Packen unsere sieben Sachen und ziehen aus. Aus diesem ehrenwerten Haus.
Alexander, Jörgsa Meier, genau Saxophon. Und gestern, was ich für eine super Akku ist, mit der Heidi Abo und den Sinn, der 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 Sinn,